Heute geht es um eine soziale Gruppe, wo ich sehr aufpassen muss, dass man mir nicht das Wort im Mund umdreht, weil es ein sensibles Thema ist. Pendlerinnen und Pendler. Manchmal habe ich das Gefühl, das sind die wahren neuen Sozialfälle der Republik, die wirklich armen Leute. Da muss man mal zwei Gruppen unterscheiden. Es ist eben nicht die Mehrheit, was wir im Kopf haben. Die Mehrheit der Pendlerinnen und Pendler sind nicht Frauen, die im Südburgenland oder im nördlichen Waldviertel leben und mangels Arbeitskraft als Billerkassierin in die Stadt fahren. Ja, die gibt es auch, aber da fahren nicht wenige mit dem öffentlichen Verkehr. Ein Großteil der Pendlerinnen und Pendler sind Menschen, die in der Stadt gewohnt haben und aus guten persönlichen Gründen, die ich nicht kritisieren möchte, gefunden haben, sie wollen ihr Haus im Grünen, sie wollen ins Umland ziehen. Was wir rund um die Städte haben, nicht nur Wien, Graz, Salzburg, alle möglichen Städte, das sind die größten Wachstumsregionen Österreichs. Dort haben wir einen Sprawl, diese Zersiedelung, dort haben wir kaum einen funktionierenden öffentlichen Verkehr, weil so ein zersiedeltes Gebiet schwer öffentlich erschließbar ist. Dort kaufen sich auch Leute, auch aus Gründen, die ich nicht jetzt heftig kritisieren will, vielleicht nur ein bisschen, diese riesigen SUVs. Und das ist der Großteil der Pendlerinnen und Pendler. Wir finanzieren das mit der Wohnbauförderung und wir finanzieren das eigentlich auch mit dem Pendlerpauschale. Und ganz sehe ich das nicht ein. Warum Menschen, die aus freien Stücken entscheiden, dass sie ins Umland ziehen wollen, auch finanziell unterstützt werden sollen aus öffentlichen Mitteln? Wenn du weiter weg vom Zentrum leben willst, musst du auch in Kauf nehmen, dass du einen gewissen Betrag für deinen Transport übernehmen willst. Weil nicht zuletzt durch diesen Sprawl, durch diese lockere Form der Besiedlung enorm viel an Ackerland, an Wald permanent umgewidmet und verbaut wird. So, das ist aber sozusagen nur das Konfliktthema. Ich möchte hier den Vorschlag machen und eine Idee ventilieren, die in den USA jetzt stark, das in den USA sehr stark diskutiert wird, in einem Land, wo es sehr viele Pendler gibt, wo die Leute wirklich weit fahren. Warum muss man jeden Tag ins Büro fahren? So wie ich hier sitze jetzt vor einem Computer, sitzen ein Großteil der Dienstleistungsjobs. Da ist noch ein Handy oder ein Telefon dabei, ob man in der Buchhaltung arbeitet, als Anwalt, als Architekt, ob man Rechnungsprogramme macht, ob man ganz viele Dinge tut. Ich würde sagen, die Mehrheit der Jobs ist gebunden an einen Computer und ist gebunden ans Telefon. Und ob ich jetzt sozusagen nur anrufe im Nebenzimmer oder ob ich anrufe jemand de facto, der in Südafrika sitzt, macht nicht wirklich einen Unterschied. Warum können nicht ein oder zwei Tage pro Woche Menschen zu Hause oder an einem Ort nahe ihres Wohnortes auch arbeiten? Selbstbestimmt ihre Arbeit machen. Wir würden uns unglaublich viel sparen. Wir würden uns Zeit sparen, die Menschen sinnlos im Verkehr verbringen. Wir würden uns vielleicht Büroraum, den wir heizen müssen, den wir bauen müssen, sparen. Was wir brauchen, wären wirklich gut ausgebaute Datenautobahnen. Also sozusagen einen Autobahnanschluss in jede Wohnung, einen Autobahnanschluss in jedes Büro. Da kann es nicht genug geben. Ich finde es absurd, dass Österreich derzeit beim Breitbandanschluss schrittweise zurückfällt. So schön das ist mit den mobilen Anschlüssen, aber die wirklich breiten Möglichkeiten, auch die Verschlüsselungsmöglichkeiten sind hier nicht in dem Maße gegeben. Der Infrastrukturminister, übrigens der heißt noch immer Faymann, spricht viel über die Infrastruktur und redet immer über Straßen und über Tunnels. Da wird unglaublich viel Geld ausgegeben. Ich habe noch nie was über Datenautobahnen und über die Notwendigkeit gehört, breitbandig Glasfaser in ganz Österreich zu verteilen. Das wäre eine hervorragende Aufgabe als Alternative zum täglichen Pendeln. Das setzt natürlich voraus, dass sich auch die Arbeitgeber ein bisschen umdenken, dass es nicht notwendig ist, dass man jeden Tag an seinem Arbeitsplatz sitzt. Das würde neue Formen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bringen. Das würde neue Möglichkeiten bieten, wie sich Eltern Betreuungszeiten aufteilen können. Ich sehe da viele Vorteile. Und es geht vor allem nicht darum zu sagen, entweder im Büro oder ganz zu Hause, sondern nur ein, zwei Tage das zu tun. Also zu einer Emanzipation der Familien, zu einer Reduktion des Verkehrs, entsprechende Autobahnen in alle Haushalte. Diese Infrastruktur sollen wir bald bauen und die Telekom sollte nicht primär die Leute rausschmeißen, sondern jetzt dafür sorgen, dass diese Infrastruktur für morgen entsprechend errichtet wird.